Tiefe Trauer hier in Linz, in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Ich befinde mich hier direkt am Hauptplatz und man sieht es hinter mir, da sind einige Kerzen, die leuchten, zwei Bilder von Kindern gemalt und das Foto eines Vaters, dessen Leben hier geendet hat. Am vergangenen Freitag haben sich hier unglaubliche Szenen abgespielt. Ein 16-jähriger Bursche ist mit einem 38-jährigen Familienvater in Streit geraten. Er war hier in der Nähe in einem Lokal und um die Mitternachtszeit sind sich die beiden dann noch einmal bei dieser Straßenbahnhaltestelle begegnet. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung, zu einem Streit und der 16-Jährige hat den 38-jährigen Familienvater dann auch gestoßen. Der Mann ist unglücklich gefallen und in weiterer Folge dann seinen Verletzungen einige Zeit später, nämlich am 9. Juni im Kepler Krankenhaus hier in Linz auch erlegen. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wie es weitergeht, auch mit dem mutmaßlichen Täter, denn es wurde keine U-Haft verhängt. Der junge Mann ist 16 Jahre alt. Es wird momentan ermittelt nach Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Hier ist der Strafrahmen 1 Jahr Haft. Für eine U-Haft müsste da ein längerer Strafrahmen auch vorliegen. Zudem eine Verdunkelungsflucht oder Tatbegehungsgefahr. All das liegt aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht vor. Und auch das Alter des Jugendlichen lässt das Gesetz hier keinen Spielraum zu. Und der 16-Jährige, der geständig war, der aber gesagt hat, er hat sich gefürchtet, er hatte Angst, deshalb habe er zugeschlagen, der befindet sich momentan in Obhut seiner Eltern. Hier in Linz herrscht jedenfalls Angst, Fassungslosigkeit, Trauer und natürlich auch Wut, denn jeder fragt sich, wie konnte es zu einer derart schlimmen Tat kommen. Der 38-Jährige galt als sehr besonnen, war mehrfacher Familienvater, war auch Organspender, war sehr beliebt und sein Leben wurde auf so scheußliche Art und Weise beendet. Fassungslosigkeit hier in Linz.